Wir sind jetzt eine Person mehr auf unserem schönen Schiff. Mal sehen, was gibt's denn hier? Etwas Neues. Francis sagt, heute ist dein Glückstag. Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich habe eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. Schau sie dir an. Namakiten. Oh, das haben wir sogar. Na komm. Kaffeebohnen. Ah, okay. Rotlachs habe ich immer noch nicht. Ja, komm. Zack. Ja, also Kaffeebündchen. Und dann kriege ich Teesamen. Dann verkaufen wir das doch mal, wenn das hier die fette Kohle bringt. Na gut. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug Kohle, um. Ach komm, brauchen wir den nochmal. Mein Schiff aufzuwerten. Du bist glücklich, ich bin glücklich, alle Mann sind glücklich. Teeblätter. Mhm. Kaffeebündchen. Weißtee. Na gut, wir brauchen ja Kaffee, haben wir ja gelernt. Der Lauch da oben sieht fertig aus. Zack. So, was machen wir denn Schönes hier? Den packen wir mal wieder rein. Und Kopfsalat. Keine Ahnung, wofür wir den noch brauchen, aber... Nein. Nicht doppelt und dreifach. Oh, meine Güte. Also die Steuerung ist manchmal auch ein bisschen... Naja. So, haben wir eigentlich hier irgendwo einen neuen Ort ausgewählt, wo wir hinfahren? Nee, haben wir nicht. Das ist nicht gut. Also. Wir sind jetzt da. Was haben wir denn hier? South Point Docks. Eigentlich. Guck mal, fahren wir mal hier hin und dann zu der Olga und dann vergrößern wir unser Schiff. Tschüssili. Ich freue mich, dass du mich gefunden hast, Wildfang. Und ich bin froh, dass wir den armen Seelen in der Fabrik helfen konnten. Die Arbeiter haben etwas Besseres verdient und die Führungsschicht wird sich nie ändern. Eine ausgemachte Saubande. Sie sind eigentlich genau wie wir, weißt du? Sie tun nur so, als seien sie uns überlegen, weil ihre Geldbörsen voll und ihre Häuser groß sind. Ja, mir ist klar, dass nicht alle reichen Leute den Tod verdient haben, aber ich konnte nie hinnehmen, wie die Arbeiter behandelt wurden. Ausgebeutet, erniedrigt, nur wegen ihrer Herkunft. Es ist unfair und ungerecht und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug für sie kämpfen. Boah, irgendwie sieht das Tier hier schon voll schick aus. Was magst du denn? Ja, das haben die alle. Baut Erz ab. Mhm. Womit kann ich dir denn was Gutes tun? Ich glaube, du magst gar keine fertigen Sachen.
Okay. Das wird schwierig mit dir hier. Was isst du denn? Oh. Du bist ja nicht hier von guter Laune. So, kicken wir mal. Was können wir denn machen? Können wir was aufwerten? Okay. Guck mal, die kann ich aufwerten. Dann machen wir das doch mal. Das kann ich nicht. Das kann ich aber. Entweder ein Bücherregal oder... Machen wir mal das da. So, muss aber gut sein hier. Den haben wir aufgewertet. Können wir den aufwerten? Eichenbrett brauchen wir tatsächlich. Dann, ah, guck. Das können wir bauen. Da wird sie sich freuen. Können wir hier was machen? Bauplan. Naja gut, ist doch mal was. Was ist hier? Sind wir schon da? Ich wollte noch über etwas anderes mit dir reden. Ich bin dir immer noch sehr dankbar dafür, dass ich in dieser wundervollen Kajüte wohnen darf. Aber ich muss schon sagen, dass sie sich etwas leer anfühlt. Du kennst mich ja. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit sinnlosen, kitschigen Tant umgeben. Aber aus einem Haus wie diesem könnten wir etwas ganz Besonderes machen. Etwas Einzigartiges, stilvoll und gemütlich. Was meinst du? Es könnte helfen, das Haus etwas aufzuwerten. Sagenhaft. Ich überlasse es dir, keine Eile. Ey, ich habe gerade dein Haus aufgewertet. Ich erinnere mich hier, ich habe dir so ein Bücherregal da verschafft, meine Liebe. Voll die Diva. Vielleicht ist mit Controller besser, keine Ahnung. Ach, guck. Ah, wir sind da. Ich freue mich so, sie zu sehen, Wildfang. Sie war schon immer nett und wir kennen uns schon sehr lange. Aber eins muss ich dir sagen. Unser letztes Treffen lief nicht so berauschend. Vielleicht hegt sie immer noch einen Groll gegen mich. Es ist ja nicht meine Schuld, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Wenn man ehrlich ist, macht man sich nicht nur Freunde. Manche verliert man vielleicht auch. Aber jetzt sind wir alt. Also alles Schnee von gestern, wie es so schön heißt. Kommst du mit? Klar. Perfekt. Olga, du bist immer noch die Alte, meine liebe Freundin. Immer noch so grün. Astrid, meine liebe alte Astrid. Es freut mich, dich zu sehen. Und dass du deinen alten Panzer hinter dir gelassen hast. Hast du das vielleicht dieser reizenden jungen Dame hinter dir zu verdanken? Du bist die neue Seelenfährfrau, nicht wahr? Albert hat allen erzählt, dass Charon ersetzt wurde. Dein Name ist Stella, richtig? Wenn ich daran denke, dass er sich meine Haarbürste geliehen und nie zurückgegeben hat. Nun ja, ich hoffe, deine neue Beschäftigung lastet nicht allzu sehr auf deinen zarten Schultern. Du kannst auf meine Hilfe zählen, meine kleine Dame. Aber jetzt erzähl mir doch mal, was führt dich hierher, Astrid? Wie du schon gesagt hast, ich bin wieder hier. Zuerst wollte ich dir einen kleinen Besuch abstatten. Du weißt schon, um wieder auf dem Laufenden zu sein. Wie geht es dir und deinen Schwestern? Oh, du weißt schon, Irina konzentriert sich weiterhin auf ihr Studium. Und Mascha hat jetzt ein neues Hobby. Stricken. Sie meint, das würde gegen Stress helfen. Nicht, dass sie jemals etwas richtig Stressvolles getan hätte, aber sie strickt schöne kleine Fausthandschuhe für den Winter. Du solltest sie auch mal besuchen. Oh, und Astrid. Ja? Du wirst nicht glauben, was ich neulich gehört habe. Was? Frau Shrewsbury erwartet ein Kind. Schon wieder? Was? Ich kann es nicht glauben. Ja. Und weißt du was? Bob ist nicht der Vater. Nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Unglaublich. Nun ja,
Sie wusste schon immer, wie man Jungs anlockt. Und wo wir gerade von Jungs reden. Ich habe gehört, Giovanni ist zurück. Und zwar von einer verlässlichen Quelle. Giovanni ist zurück? Wer hat dir das erzählt? Wo? Wann? Nun, wenn du interessiert bist, kann ich auch noch tiefer graben. Aber bist du es? Interessiert, meine ich? Ja. Nein, es ist mir egal, was er tut. Ich möchte es nicht wissen. Kann machen, was er will. Wie du möchtest. Aber weißt du was? Ich werde meine Quellen überprüfen und dir schreiben. Für alle Fälle. Jetzt, da du in guter Gesellschaft reist, weiß ich, wo ich dich finden kann. Sicher, gut. Aber keine Eile. Ich bin froh, dass Stella mich gefunden hat und ich möchte Zeit mit ihr und ihrer Crew verbringen. Olga, Schatz, würdest du ihr zeigen, was du tun kannst? Ich bin mir sicher, dass deine Hilfe sehr geschätzt werden wird. Aber natürlich, weiter zur Hauptattraktion. Komm her, kleine Dame. Ich bin zwar ein sehr altes Wesen, aber nicht sehr weise. Ja, ein bisschen wie Astrid. Aber ein paar Dinge kann ich schon tun. Meine Spezialität ist Geduld. Und Spinatpuffer, aber darüber wollen wir jetzt gerade nicht reden. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du 3 Vertiefungen auf meinem Rücken. Dort kannst du Baumstämme, Erz oder Steine pflanzen. Und dann wartest du. Wartest, bis ich wieder auftauche. Und wenn ich wieder zurück bin, sind deine Stämme oder Steine zu Bäumen oder abbaubaren Felsbrocken herangewachsen. Ist das nicht wundervoll? Ich kann dir mein Geheimnis nicht verraten, aber eins musst du wissen. Es ist normal, wenn sie nach Erdbeeren duften. In Ordnung? Na los, spring auf meinen Rücken, kleine Dame. Ja, cool. Ja. Das üben wir nochmal. Muss ich da direkt drüber? Also auf den Kopf kann ich ja schon mal nicht. Sag mal, was ist das denn hier? Boah, wie peinlich, ey. Jetzt geht's hier echt mit mir durch. Wir kommen da gar nicht rauf. Dann machen wir es halt so. Okay, was kann ich denn da machen? Was brauche ich überhaupt? Kalkstein. Kohle, Schiefer. Quarz. Da ich hiervon nicht viel habe, nehmen wir das mal. So, Bäumchen. Ahorn, Eiche. Tja. Nehmen wir mal Ahorn. Und hier machen wir Eiche. Mehr habe ich ja eh erstmal nicht zur Verfügung. Boah, wenn ich eins kann, ist es ins Wasser fallen, ey. Bist du fertig? Jep. Wunderbar. Ich werde wieder über eine Weile abtauchen. Für eine Weile abtauchen. Mach dir keine Sorgen. Sobald das, was du gepflanzt hast, vollständig geerntet werden kann, werde ich wieder auftauchen. Pass bis dahin auf dich und deine Passagiere auf, Stella. Auf Wiedersehen und bis bald. Na Mensch. Mizi, kommst du? Ich wollte gerade sagen. Das ist ja mal was. Ey, ich habe das hier aufgewertet, ne? Nur mal so. Ach Mensch. Das hast du aber schnell erledigt, Keimling. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine gute Kombüse ist eine gute Investition. Du wirst schon sehen. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Ha, und mein Magen wird es auch nicht bereuen. Danke. Warte. Hier geblieben. Schweinekoteletts. Wenn ich meine Küche hätte, meine Gewürze von zu Hause und den Markt, könnte ich etwas zaubern. Ich weiß einfach nicht, was sich hier machen lässt. Du wirst wohl improvisieren müssen.
Darum geht es beim Kochen letztlich. Lügen, die dich danach nicht verfolgen. Die weisen Worte deiner Urgroßmutter. Sie war eine echte Dame. Oh, Schweinekoteletts. Das heißt, ich soll Schweinekoteletts machen? Ist das richtig verstanden? Na, jetzt wollen sie aber alle hier was auf einmal, wa? Sie hatte einiges zu sagen, nicht wahr? Lässt sich ständig über andere aus. Sie war schon immer eine Plaudertasche, aber ich werde nicht über sie urteilen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ihre Augen sind etwas gruselig. Sänftig und liebenswürdig, keine Frage, aber gruselig. Ich denke, sie sollte mit jemandem darüber reden. Aber genug über sie. Vielen Dank, dass du mich zu ihr gebracht hast, Wildfang. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Es ist immer so viel los. Davon kann ich nie genug bekommen. Und was sie über diesen Giovanni gesagt hat, nun ja, weißt du was? Nicht so wichtig. Darüber können wir später noch ausführlich reden. Jetzt möchte ich dich nicht damit langweilen. Bis später, Stella. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, oft, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.